Das geht so, also um Punkt 2 Uhr oder ja, nehmen wir die Kappe, fangen an zum Nichtbetteln. Das heißt, das ist die Lizenz zum Nichtbetteln von der Gemeinde Wien. Es gibt nämlich das Bettelverbot. Das heißt, die Leute dürfen nicht spenden und daher werden wir die Leute auffordern, nicht zu spenden. Danke, Martin. Und das kommt aber eine zweite Phase. Ja, und wie gesagt, dann setzen wir es wieder auf und dann können wir weitergehen und wieder anfangen zum Nichtbetteln. Und als zweiten Teil, zweite Möglichkeit, es gibt sich kreativ zu beteiligen. Und zwar kann man den, damit die Leute wissen, wo wir nicht gebettelt haben, oder kann man das dann den Bettelstandort dann mit der Kreide da. Das geht nicht machen, ja. Da können wir sagen, hier wurde nicht gebetet. Vor Orden hat zum Beispiel ein Kollege, der darf jetzt auch nicht mehr. In der Monarchie, Ende der Monarchie, gab es auch jemanden, der Bettelautomaten gemacht. Da konnte man sich Geld holen. Und aufgrund des Ehrenkodex der Bettler hat jeder sozusagen nur das genommen, was er gebraucht hat. Spannend. Ja. Jetzt machen wir aus den Augen, aus dem Sinn Politik. Bettelmafia auf mein Kommando, verteilt euch! Bettelmafia, verteilt euch! Nicht besser! Wir dürfen uns keine Illusionen über den Charakter der FPÖ machen. Wir müssen der FPÖ die Maske vom Gesicht reißen. Das Nazi-Image beschert der FPÖ auf Niederlage. Für die Kämpfe der FPÖ machen wir eine antifaschistische Kampagne in Niederlage. Nach einem Monat marschiert der Aktion auf Platz an Braun und Mord. Zum Teil uniformiert der Niederlage. Danke für die Strafe. Aber wenn ich jetzt doch bettel, wie würden Sie da vorführen? Oder was würden Sie dann machen? Ja schon, aber wenn ich jetzt daher hoffe, dann ist das Also Betteln ist de facto ist scheinbar erlaubt. Also wenn ich mich hinsetze, habe ich nichts zu befürchten, hat der Polizist gesagt. Nur wenn es organisiert ist, ist es also verboten, oder? Schlecht euch, so damit ich nicht organisiert bin. Geht's weg!